Von New York. Jetzt könnt ihr googeln, wie dann die Zigarettenmarke heißt. Und Black Fox, sei gegrüßt. Ja, ich gucke, dass ich nach dem Stream eventuell wieder Diablo starte, aber ich muss erst den Patch runterladen. Und das dauert gerade bei mir irgendwie super lange, weil ich sonst nicht online spielen kann. Alter, ist dieses Gebiet geil. Hat was. So, jetzt setzen wir mal hier irgendwo. Oder was ist hier? Da ist der Steinbruch, Holzschlag, Riss. Wie komme ich denn da hin? Ja, komm, gehen wir erstmal hier oben ein bisschen hingucken. Naja, völlig egal, worum wir jetzt gehen oder wie rum wir irgendwo hingehen. Es sei dir gegönnt, dass du Leute bekehrst. Oh Mann. Ja, keine Ahnung. Also, was ist denn das da hinten für ein Riesenmoped? Ach, und ich habe ein Level Up, sehe ich gerade. Alter, das ist ein Monsterbär. Der jagt den Kuribo. Der haut den Kuribo. Der hat Kuribo tot gemacht. Das geht so nicht. Wir müssen mal Kuribo retten. Was bist du? Großbär, 19. Hallo. Er hat den Kuribo getötet. Das geht so nicht. Der arme Kuribo, ey, von so einem Monsterbär. Das ist die Giveaway-Polizei. Da hat die Giveaway-Polizei einfach mal zugeschlagen. Oh mein Gott. Wie viel er aushält. Ah, daneben. Au. Au. Ja, jetzt komm, ey, Mopedbär. Jetzt mach doch mal hier. Jawohl, jetzt haben wir unseren eigenen Mopedbär. Die eigene Gewehrwehrpolizei. Hurra. Was kann ich hier looten? So. Schalte deine PS4 dann mal in den Ruhemodus für anhalten. Was? Ich? Nein, er lädt ja das Update. Es ist halt nur super langsam. Und das nervt halt. Wie gesagt, ich habe die neu gestartet und es ist trotzdem langsam, weil der Patch wohl gerade rausgekommen ist und den Milliarden von Leuten. Oh Gott. Gerade runterladen, geht das halt extrem langsam. Kann ich halt leider nicht ändern, wenn er. Ah, da ist irgendwo ein Caster. Der castet hier auf mich, oder? Ja, hier ist noch ein Moped-Caster. Ja, jetzt komm. Jetzt. Na, jetzt ist er tot. Jetzt habe ich meinen eigenen Dämon der Verzweiflung. Ja, ich muss mal den hohen Herold nehmen. Ich muss ja das Rissding hier kaputt machen. Mal eben hier anfingern. So, bitte mach mal. Oh, wie der Caster da hinten auch rumcastet, das ist ja super edel. Das ist ja super edel. Ja, keine Frame Drops, perfekt. So, was kommt jetzt? Mal direkt hier. Au! Da wollte ich doch noch weggehen. Verdammt, ich hab's kommen sehen. Ich hab's auch kommen sehen. Was ist denn hier mit dir? Na, dann mache ich wieder keinen Schaden. Ja, jetzt bitte mal. Au! Boah! Ja, da, so. Oh, jetzt habe ich wieder meinen eigenen Caster. Naja, immerhin. Riss bitte anfingern. Boah, wie lange das dauert, ey.
Hier sind wir mal wirklich nicht unter Level. Das ist ja mal schon mal etwas. Dann machen wir mal hier auf dich da hinten. So, hier. Bumm. Und weiter bitte zu Anfängern. Warum kann ich nicht? Ich, ja, weil neue Welle spawnt. Weil die neue... Oh, da hinten ist wieder so ein Caster-Moped. Da müssen wir einmal hier bumm und bumm. Oh, das war, glaube ich, nicht mehr... Nee, das war nicht mehr in time. Da war das Moped schon down. Aber jetzt ist Riss zugefingert. Boom. Gut, dann kann ich hier looten. So. Magic Manfred macht sich ins Bett. Manfred, komm gut in die Haie, mein Lieber. So, dann haben wir den Riss auch. Jetzt ist die Frage, da oben ist ein Holzschlag. Wie kommen wir da hin? Ich glaube, wir müssen hier um diesen Bachlauf rum. Der ist hier oben irgendwo. Was? Hier? Ja, mitnehmen. Felandris. Oh, hier ist wieder Brennnessel. Nehmen wir mit. So, hier kann ich erstmal wieder was lesen. Die Jagd. Plündern. Kampfpanzerung, irgendein Plan. Ja, so Pläne sind nicht schlecht. Da hatten wir auch lange Zeit jetzt nichts. So, ein grüner Garten. Quest abgeschlossen. Den habe ich ja schon gebaut. Hä? So, was ist hier? Ach, da ist wieder zu, weil ich wieder den Perk brauche. Oh, komm, ey. Wir kriegen den Perk nie. Das dauert bestimmt noch ewig. Wo ist denn hier der Riss? Da ist doch die Stadt, wo wir gestartet sind, oder? Ja, es müsste die Stadt sein, wo wir gestartet sind. Ach, da ist er. Direkt hier auf dem Wasser. Naja gut, dann gucken wir uns den auch nochmal eben an. Und machen hier den nächsten Riss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Boah, die Stamina, ey. Also im Sinne von, sie ist so schnell weg, das geht gar nicht klar. So, dann brauche ich dich mal, weil du musst... Ja, neue Welle, natürlich neue Welle, warum auch nicht? Warum auch nicht? Ja, komm, mach hin, dann kann ich hier vielleicht einmal... Alter, da kommt Captain Monster Moped. Oh, Captain Monster, oh, Captain Monster Moped hat noch einen Kumpel mitgebracht. Ja, warum denn auch nicht? Tank ist noch gebufft. Wo ist denn der Tank? Ich sehe den Tank gar nicht irgendwo hier vorne, ne? Ja, wunderbar getroffen. Tank! Ich habe hier ein kleines Monster Moped-Problem. Ist hier aber Monster Moped 1000 kaputt vielleicht. Au. Na wunderbar. Leider konnte ich mir nicht mein eigenes Moped hier beschwören. Ich hätte gern so ein Riesending. Komm, gib Gas. Ich will so ein Riesen. Das wäre echt edel, wenn ich so einen Riesen bekommen täte. Ja. Ja, ich habe einen Riesen. Ich habe einen Riesen. Ich habe einen Riesen. Ein Riesen Monster Moped. Für mich allein. Unglaublich. Jetzt hier, Riese, mach, walte deines Amtes. Ach, jetzt sag nicht, der Ding ist schon wieder verbuggt. Ach ja, okay, ich erinnere mich. Es geht nicht, wenn ich... Das ist dumm. Das ist wirklich dumm, Freunde, dass sie das nicht getestet haben. Also das Ding triggert nicht, weil ich jetzt hier das Moped habe. Ja, komm, pack das Moped weg.
das haben sie dumm getestet. Also wahrscheinlich haben sie es gar nicht getestet, deswegen geht's halt nicht. Dutz. Also das heißt, wenn ich noch einen Typ aus dem Riss halt kontrolliere oder mir erschaffen habe, triggert der Riss nicht. Das heißt, ich muss das Moped erst wegpacken und dann kommt die nächste Welle. Ist ein bisschen unschön. Also als ob sie es halt mit den Nekromanten-Skills halt nicht getestet haben. Wahrscheinlich haben sie es vergessen. ja, Bloody. Deswegen spielt man auch kein LOL. Ist halt ein böses Spiel. Die ganzen netten Menschen spielen halt andere Spiele. So sieht's halt aus. So, das heißt, hier haben wir alles. Dann könnten wir dahin. Ach, lol. Wer braucht das schon? Völlig überbewertet. Alter, Bloody. Das klingt ein wenig dekadent, was du da schreibst. Damit sagst du quasi Spielern wie mir, verpiss dich, du Arsch aus LOL, komm bloß nicht wieder. Es gibt halt Leute, die damit anfangen und Spiele zum Spaß spielen. Das Einzige, was du flamen kannst, wo ich dann auch gerne bei dir bin, ist, wenn das Matchmaking nicht funktioniert und solche Spieler wie ich dann mit Pro-Spielern spielen sollen. Dann funktioniert das Matchmaking nicht und da ist dann halt der Entwickler daran schuld, dass neue Spieler mit dann schon erfahrenen, besseren Spielern spielen sollen oder müssen. Ja, die Spieler an sich können da nichts dafür. Ach, das wurde erst wieder am Start. Ja, Ritter Solaire ist damit Geschichte. Und wir haben unseren eigenen Geist Solaire. Ach so, ne, wir hatten ihn. Ist Ach, der lebt noch. Hä? Lasst niemanden am Leben. So, dann plündern wir mal hier den ganzen Krempel. Ja, hier sind wieder diese komischen Dingsbums-Apparate, die wir für die Tränke brauchen. Mitnehmen! Brauchen wir. Ja, Meckes hat immer auf. Das Problem ist, die haben keine Burger-Bacon. Bacon-Burger. Das ist das Dumme. Wo? Da? Wo denn bloß? Ach, hier. Hier? Ich würde lieber nicht in seiner Nähe bleiben. Und das Problem bei LOL oder bei Dota kenne ich von einigen, die halt gute spielen oder häufiger spielen, dass sie sich einfach auch einen Spaß draus machen, einen neuen Charakter zu erstellen, um halt in dieser Schlange halt mit den Lowies zu spielen. Da frage ich mich auch, was macht denn das für einen Sinn? Verstehe ich nicht. Naja, egal. Also wie gesagt, ihr merkt es ja, ich bin da nicht so der LOL-Fan. Weil genau das passiert, was Bloody halt quasi exemplarisch sagt. Dann wird nämlich nur rumgeflamed, ja, warum spielen die Leute und warum spielen sie falsch und keine Ahnung. Im Endeffekt, wenn man mal ehrlich ist, ein Spiel kann man nicht falsch spielen, solange es der Person Spaß macht. Natürlich ist es in Teamspielen ein bisschen schwierig, wenn ein Team dann halt eben dadurch verliert, weil der eine Spaß hat, keine Ahnung, im Dschungel rumzugurken. Ich esse getrocknete Bohnen mit Radieschen. Ja, Sunbro macht heute den Dragon Age Diät-Tag. Verstehe ich schon. Warum auch nicht? Getrocknete Bohnen mit Radieschen. Auch eine Kombi, ey. Finde die Ruinen. Big Tasty Bacon haben sie, glaube ich, gar nicht. Doch, der 1955er haben sie im Moment. Und ich glaube, der ist mit Bacon. Die Jagd. Aber ich habe wohl mehr, wenn im Moment den Doppel-Royal-Käse, der ist ganz in Ordnung.
Aber nichts geht über Burger King. Das sind einfach mal bessere Burger. Ist halt so. Whopper oder Big King. Naja, kann McDonald's einpacken. Ja, McRib ist in Ordnung. Das kann man machen. McRib ist okay. Den nehme ich auch meistens dann auch mit. Das ist immer lustig, wenn meine Frau kann kein Barbecue essen. Die hat so ein Barbecue-Gesicht, wenn die Barbecue ist. Das sieht dann ungefähr so aus. Ein aufgeschlagenes Tagebuch. Ja, es ist halt im Teamspiel. Das wirst du halt immer haben. Und das ist halt auch einer der Gründe, warum ich das halt nicht spiele und streamen werde. Weil die Leute kennen mich ja so als lieben Onkel von nebenan. Und wenn ich dann meine gute Kinderschule irgendwann vergesse, dann nein. Böses Spiel. Böses Spiel. Böse. Ganz böse. Nee, das ist mir zu scharf, Chili Cheese. Prinzipiell schmeckt es ja, aber da fällt mir immer der halbe Mund ab. Chrissy, Binding of Isaac. Ja, habe ich zwischendurch auch immer gespielt. Ich bin da nur einfach zu schlecht drin, so reaktionstot. Aber an sich ist das Spiel echt ganz lustig. Wäre ich da nur nicht so schlecht drin? Ah, hier, Wolfsrevier. Oh, komm, lass den Wolf in Ruhe. Ja, das ist halt, hatten wir ja gestern schon das Thema, immer wenn du Urlaub hast, irgendwann wirst du krank. Wie gesagt, ich bin jetzt ja mittlerweile auf dem Weg der Besserung, gestern die letzten Antibiotika genommen. Stimme, naja, ihr hört's, ist noch ein bisschen angeschlagen. Wie gesagt, deswegen auch der Schal, ist jetzt nicht einfach nur modischer Gag, sondern halt ein bisschen halswarm, halt noch ein bisschen schon. Mhm. Aber es dauert halt immer, sagt man ja so schön, 3 Tage kommt es, 3 Tage bleibt es, 3 Tage geht es. Da kannst du dich auf den Kopf schnell mit den Ohren wackeln. Das wird nicht besser. Deswegen, ich bin da auch nicht irgendwie Big Medi Night oder so ein Kram. Das hilft meiner Meinung nach eh alles nicht. Die Antibiotika habe ich halt nur genommen, weil ich halt immer eine Rachenentzündung kriege, die halt auf die Stimmbänder geht. Und das ist dann doch richtig nervig, wenn ich halt absolut klinge wie aus der Tonne. Denn ich wollte ja auch wieder streamen. Hab mich schon 12 Tage ziemlich dumm deswegen gefühlt. Wie der Wolf einfach mal weggesplattert ist. Alter Vater. Ja, komm, machen wir hier Captain Solaire. Ja, blockt doch von allen Seiten. Wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Nö, nö, nur bis alle Typis hier explodiert sind. Großartig. Oh Mann, ey, der Nekromanten-Spell, ey, einfach pop. Alles kaputt splattern. Wobei, liebe Freunde, was ich vermute, wenn wir jetzt hier schon in Stufe 19 Gebieten sind und die nicht so wesentlich mitskalieren, was? Depesche der Roten Templer, werden wir wahrscheinlich nicht mehr allzu weit vom Ende sein. Vermute ich. Vermute ich jetzt einfach mal. Achso, die Tränke. Ja, stimmt. Die könnten wir einfach mal ganz kurz auffüllen. Weil wegen dem Drachenkampf, das haben wir gerade vergessen. Tränke auffüllen. Jawohl, ja. Nee, Dorian habe ich ja... Warum da auch immer die Typen drin sind, die ich überhaupt nicht mitnehme. Vivienne hat noch... Slesana braucht... Inquisitor? Ach so, ich heiße gar nicht Lesana, ich heiße Inquisitor. Ach so, ja, dann. Spiel, du bist ein bisschen dumm. Aber macht nichts. Weil mein Char heißt jetzt Inquisitor und
Ich heiße jetzt als Schurkind nicht Sera, sondern Klassana. Naja, egal. Das heißt, wir haben jetzt hier genug Tränke, ja? Sehe ich richtig? Ja, sieht gut aus. Ja, Black, sagt mir, ich habe dort ja, einen Key gehabt für die Alpha auf der PS4, die ja dann aber nicht stattgefunden hat. Dann habe ich halt Streams geguckt an dem Abend. Ich weiß nicht. In der Nähe der Kristalle scheint es wärmer zu sein. Seid ihr da gehypt? Ich muss sagen, ich bin da jetzt nicht so gehypt drauf. Beschissenes, falsches Zeug. Weil irgendwie 3 oder 4 Leute jagen irgendwo ein Biest. Und das sah sehr hektisch aus. Ich weiß nicht, also kann man mal machen, aber dafür, ganz ehrlich, dafür jetzt einen Vollpreis ausgeben. Ich habe nämlich bis jetzt noch nicht gehört, ob das Spiel irgendwie eine Singleplayer-Kampagne hat. Wahrscheinlich nicht, das ist halt einfach ein Multiplayer-Spiel. Und die verkaufen es halt zum Vollpreis von, ich vermute mal 60, 70 Flocken auf der Konsole. Das finde ich schon heftig. Moment, ich muss mal hier ganz kurz beanspruchen. Ach, scheiße, ging nicht mehr. Also bin ich nicht so gehypt drauf. Also mag sein, dass da halt wirklich Leute extrem drauf gehypt sind. Ich halt nicht. Mag sein, wenn es vielleicht irgendwann mal wieder im Sale irgendwo ist, dass ich dann halt zuschlage, aber Vollpreis glaube ich eher nicht. Ich bin halt nicht so der kompetitive Shooter-Spieler. Das war nie so meins. Falls man das so noch Shooter nennen kann. Wolfskultur der Dalisch. Gibt 3 Titel. Bloodborne, Witcher, Metal Gear. Bloodborne, ja. Witcher muss ich abwarten, wie es wird. Weiß ich nicht. Metal Gear, ja, so ein bisschen. Habe ich eigentlich immer ziemlich gerne gespielt. Dann Dark Souls 2 für die PS4 bin ich gehypt. Also, ich kann das Wort nicht aussprechen. Shola, Scholar of the First Sin. Wie gesagt, da freue ich mich drauf, einfach weil ich auch wieder so langsam richtig Bock auf Dark Souls habe, das nochmal zu zocken, auch im Stream. Vor allem dann, falls ihr es euch dann auch holt, direkt dann halt mit Community-Beschwör-Action und hast du nicht gesehen. Also da werde ich dann halt unter der Woche halt auch Dark Souls streamen, nicht nur am From Software Sonntag, genau wie bei Bloodborne. Das wird natürlich dann komplett die Woche durchgestreamt, bis wir halt das erste Mal durch sind. Ja, gute Assoziation. Hochland, das Land, das hoch liegt. Schön. Ja, und ansonsten gehypt, so richtig gehypt, also nee, Witcher und Metal Gear halt, so richtig gehypt auf keinen Fall. Wüsste ich jetzt gar nicht, was sonst noch. Puh. Also von daher, ja. Keine Ahnung. Nö, sonst wüsste ich ad hoc nix. Da bin ich sogar ganz ehrlicherweise mehr gehypt auf, Deep Down. Ich bin gestolpert. Alles cool. Wo kam der Schaden denn jetzt plötzlich her? Keine Ahnung. Also, das war jetzt gerade wirklich viel Schaden. Deep Down. Das soll ja das Spiel von Capcom Free-to-Play in Japan, ob es in Deutschland bzw. Europa kommt, ist ja noch nicht klar. Aber wenn es wirklich Free-to-Play ist, kann man es einfach mit einem kostenlosen japanischen PlayStation-Account spielen. Ist ja überhaupt kein Problem. Nur die Micropayments, wenn es denn welche gibt, können halt nicht stattfinden. Es sei denn, du holst dir halt über Umwege eine japanische PSN-Card und lädst damit das Guthaben auf. Also da bin ich halt sehr gespannt drauf, wenn das Moped startet. Da würde ich sagen, bin ich eher gehypt drauf. Worauf ich auch noch gehypt bin, muss ich sagen, ist Salt and Sanctuary. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das wird ein 2D Sidescroller Dark Souls. Das wird von einem kleinen
Indie-Team entwickelt für die PS4, Time-Exclusive, dann auch PC. Und da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Salt and Sanctuary, das habe ich, seitdem es das erste Mal angekündigt wird, verfolgt. Die Entwickler streamen auch häufiger auf Twitch. Und ich glaube, der gute Fatih hat da auch ein Video zu gemacht. Und seitdem er das Video gemacht hat, sollte das Video auch bei den vielen oder meisten Dark Souls Fans bekannt sein, weil er ja nun mal einen Dark Souls Channel auch hat, YouTube Channel. Und da freue ich mich richtig drauf. Das werde ich auch im Stream halt spielen. Salt and Sanctuary. Da freue ich mich drauf. Ja, Witcher 3, ja, das, was vorhin sagt, zwei Chars, einen für die Woche, einen für so, das könnte man wirklich machen. Ist eine gute Idee. Das kann man durchaus machen. Dann können halt die Leute, die nur sonntags gucken, den Char immer gucken und verpassen nichts und die, die